Fuck, Digga! Oh, die Bremsen! So, Freunde, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich fahre mit Schaltautomat, Freunde. Ich weiß, es ist ein bisschen laut, weil es ein bisschen windig ist. Aber ich fahre mit Schaltautomaten und muss nichts mehr machen. Ich chill jetzt einfach mein Leben, obwohl es ein bisschen windig ist. Ja. Easy life. Oh. So, kurz bremsen und er ist wieder aus. Aus ist er. Ja, geil. Macht richtig Bock, das Ding. Jetzt hat er zum Beispiel die letzte km/h gespeichert, so, also 109 km/h. Wenn ich jetzt quasi wieder rüber gehe und nach oben, dann fährt er wieder das quasi. Ja. Aber wie geht das wieder weg, oder? Okay, jetzt ist er weg. Okay. Richtig geil. Aber ihr müsst halt, wie gesagt, für den Schaltautomaten im vierten Gang sein. Und ja, im vierten Gang. Schauen wir mal gleich nochmal. Ob wir es zusammenkriegen. So, ich drücke einmal nach links und nach unten. Oh, es ist windig, Junge. Schaltautomat, Digga. Wie geil ist das denn? Wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe oder... Ne, Gas geben nicht, wenn ich bremse, genau. Wenn ich bremse, geht er wieder weg. Drücke ich nochmal rüber, ist er wieder resettet quasi. Der Sound, ihr hört den wahrscheinlich jetzt relativ schlecht, weil heute ist extrem windig. Wirklich extrem windig. Ich höre mich selber kaum. Und ich bin jetzt das Teil 63 Kilometer gefahren. Und es macht immer noch so viel Spaß wie beim ersten Kilometer. Ich hätte fast Polizeikontrolle gehabt, weil da oben die Polizisten gestanden sind. Und mir fällt gerade auf, ich habe keinen Zulassungsschein mit. Habe ich irgendwie zu Hause vergessen, keine Ahnung, ich war so gehypt, ich habe das irgendwie voll vergessen. Führerschein, Pass, alles mit, aber Hauptsache kein Zulassungsschein, das ist wieder richtig intelligent. Ja, und ich denke mal, ihr wollt sicher das Motorrad nochmal von außen sehen, weshalb ich ein Walkaround noch machen werde. Und die Beschleunigung ist brutalst. Ich kann die noch nicht mal ausdrehen, weil die halt, wie gesagt, noch gesperrt ist. Bei 6000. Aber das ist ein richtiger Führerscheinzwicker. Ein richtiger Führerscheinzwicker, Freunde. Ich dachte, die ist begrenzt bis 6000. Die ist nicht begrenzt, Digga. Naja, okay, auch nicht schlecht. Gut zu wissen. Nicht begrenzt. So, ihr wollt einen Walkaround, Freunde, ihr kriegt einen Walkaround. Ich hoffe, ich störe es den hier nicht. So, Keyless Go haben wir auch auf jeden Fall am Start. Wie gesagt, ist eine 2018er Super Duke 1290R. Richtig geil mit diesem wunderbar geilen, biestigen Tagverlicht. Ich finde das Licht sowas von sexy und pornös, dass ich mir nur wegen dem, also fast nur wegen dem auch das Bike geholt habe. Ja, 1301 Kubik, 177 PS. Send Nudes Aufkleber und Live on the Wheels auf Instagram. Gibt nicht viel zu sagen. Geile Einarmschwinge. Das Hecklicht ist auch richtig geil. Und die Powerparts Teile hier sehen auch richtig gut aus am Tag. Ja, das ist mein Bike, Freunde. Gönnt euch ins Arschloch, Freunde. Digga, das ist so ein Führerscheinzwicker. Ich werde das Teil, oh Gott, gestört viel Leistung, gestört geile Optik. Warum habe ich mich jetzt eigentlich auch für das Bike entschieden? Das ist eine gute Frage. Zumal ich mir wieder ein Motorrad gekauft habe, ohne es Probe zu fahren. Ich habe die CB auch gekauft, ohne dass ich die Probe gefahren habe, damals. Und warum jetzt schon wieder? Das Ding ist das, ich war mit meiner Freundin unterwegs in Wels. Haben wir gedacht so, ja geil, schaust mal mit ihr zu KTM vorbei.
Ich habe gar nichts gedacht. Ich wollte einfach nur durchgucken, was KTM halt so viele Modelle hat. Wollte nichts fahren, nichts Probe sitzen, nichts kaufen, gar nichts. Und dann habe ich hier die zwei Modelle gesehen. Zwei 2018er Modelle Super Duke zum Aktionspreis von 17.500 Euro. Am zweiten Tag, wie ich dort war, war schon eine weg und dann habe ich mir gedacht, so Digga, du musst es jetzt kaufen, sonst ist die weg in einem Monat. Ja, und deswegen habe ich mir die jetzt gekauft und bis jetzt bereue ich den Kauf absolut gar nicht. Grandioses Bike, grandios, macht so viel Spaß. Geile Optik, neues Dashboard. Am Anfang habe ich das bemängelt, ich wollte eigentlich das alte Dashboard von der alten Super Duke. Fand ich viel geiler damals, aber so jetzt oft, wie ich denn das mal live gesehen habe, fand ich das richtig cool eigentlich. So, Schaltautomat. Also ich fand das eigentlich richtig, richtig geil. Das neue Tacho-Teil hier so, ne? Gut ablesbar. Geile Anzeige. Ja. So, Schaltautomat machen wir wieder aus hier. Braucht keiner. Ist auch nicht wirklich sicher, wenn man so fährt. Von daher schon gar nicht an einem windigen Tag, ne? Digga, und ich soll das Bike eigentlich nur noch 30 Kilometer fahren heute. Aber ich will fahren, Digga. Ja, ich werde gegrüßt. Endlich wieder. Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken bei euch, weil ohne YouTube wäre das halt so früh jetzt nicht möglich gewesen, so ein Motorrad zu kaufen. Der Großteil ist trotzdem von meinem privaten Geld. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, YouTuber scheiße und Kohle ohne Ende, ja. Aber ihr habt trotzdem einen Teil dazu beigetragen. Möchte mich mal bedanken bei euch. Und wie gesagt, der neue Shop ist natürlich auch online, ist in der Beschreibung unten verlinkt. Gönnt euch das, wenn ihr wollt. Oh, der Sound, Digga. Oh, und der wird noch lauter. Das ist ja jetzt erstmal. Boah, die Bremsen sind gut. Fuck. Aber der Auspuff ist ja jetzt erstmal. Der ist noch ganz neu. Der wird noch eingefahren. Die Dämmwolle muss sich einbrennen und so weiter. Gut, dass es halt Traktionskontrolle hat, weil ich glaube, man merkt das schon, wenn die arbeitet. Ah, geil, Zweizylinder, richtig nice, Mann. Und der Sound ist auch richtig gut, Mann. Ah, guck mal, da war hier, doch, der ist doch noch begrenzt, Freunde. Man kann zwar wahrscheinlich ein bisschen weiter drüber gehen, aber ist noch begrenzt. Weil hier hat es aufgeleuchtet, deswegen. Geiles Bike, ich bin total happy, Mann. Mir könnte es gerade nicht besser gehen. Außer wenn diese scheiß 1000 Kilometer Beschränkung jetzt nicht wäre für eine Woche, Mann. Weil ich muss noch nach Wien fahren, das sind hin und zurück auch 500. Und dann habe ich nur 500 Kilometer für 4 Tage, Digga. Und wenn man ein neues Bike hat, will man natürlich fahren ohne Ende. Und das ist dann schon ein bisschen ranzig. Aber ja, kann nichts machen. Aber ihr seht, man kann genauso gut langsam fahren wie auch schnell mit dem Ding. Ich merke jetzt da irgendwie nicht eine Unruhe oder so. Und ich muss pinkeln. Läuft bei mir hart. Also Reifen brauche ich wahrscheinlich bald neue. Jetzt weiß ich auch warum. Warum die bei der Super Duke die Reifen nicht so lange halten. Auspuff ploppt ein bisschen. Digga, die hat so ein sanftes Ansprechverhalten. Schräglagen ABS, Schräglagen. Oh. Fuck, Digga, oh, die Bremsen. Junge, die Bremsen. Boah, wie leicht das in die Kurve geht auch. Holy shit. Das ist ja richtig wendig, das Teil. Richtig, oh, geil zum Fahren, Alter. Wenn die 1000 Kilometer Dings, der Service gemacht wurde, Freunde, es wird eine so geile Saison. Fuck.
Fuck. Kurvenballern. Dies, das. Junge, dieser Sound. Oh, man muss genießen. Ich freue mich auf den Schaltautomaten. Das wird eine richtig geile, ein geiles Add-on, was ich drauf bekomme. Ey, ich bin verliebt. Ich bin verliebt in dieses Bike, Mann. Was ist das denn für eine Ingenieurskunst, für eine geile? Ah, die Motorbremse ist echt nicht so stark. Also bei der Suzuki Gladius, die ich in der Fahrschule gefahren bin, war die Motorbremse um einiges schlimmer, ja? Um einiges. Was ist schlimmer? Stärker halt. Aber ich finde es ultra angenehm hier mit dem Teil. Zweiten Gang durch die Stadt, wie bei der Grom. Ist einfach so. Ich muss mal ausprobieren, wenn die Begrenzung draußen ist, wie schnell die im ersten Gang geht, würde mich mal interessieren. Wobei, hat sicher schon wer im Internet herausgefunden oder so, aber würde mich interessieren. Auf jeden Fall, das wird, glaube ich, eine coole Fahrt morgen nach Wien. Ich werde das auch filmen, wenn ich nach Wien fahre. Und oh Mann, ey, ich kann nur noch 28 Kilometer noch fahren. Oder sollte ich halt, weil ich habe mir halt die Kilometer eingeteilt, damit ich halt jeden Tag fahren kann, kann dafür halt jeden Tag nur wenig fahren halt, ne? Aber also wenn ihr einen Service ausmacht, dann macht ihn nicht eine Woche später, sondern früher, weil eine Woche ist echt lange, wenn schönes Wetter ist die ganze Zeit. Alter, es ist so geil, ey Leute. Ihr kennt doch sicher das Gefühl, einige von euch, die sich ihr Motorrad neu gekauft haben. Einfach das Gefühl, neues Motorrad, richtig geil, pornös. Oh. Send Nudes, Aufkleber, jeder guckt. Die Lichtmaske ist so pornös. Ich feiere diese Lichtmaske, Mann. Und dieses Bollern unter deinem Arsch, du spürst es richtig, wie die Zylinder auf und ab ballern, ey. Und so ein sanftes Ansprechverhalten. Das hatte nicht mal die Gladius. Servus. Abonnenten getroffen. Nice. Boah, ich glaube, ich gönne mir heute noch ein Eiscafé beim Café. Wir fahren jetzt eine Stadtrunde, wenn da Leute sind. Weißt du, vor ein paar Tagen haben sie noch gelacht beim Café, wie ich mit der Grom weggefahren bin. Wenn ich jetzt mit der Super Duke dastehe, vergeht denen das Lachen. Die haben sich voll erschrocken bei der Fahrschule, habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob ich es aufs Video drauf hatte. Jo, Digga. Aber richtig krass, die haben sich voll erschrocken. Und das mit Standardauspuff, geil. Jo, was macht denn der, Digga? Kann er nicht einparken? Oh Gott. Da geht ein bisschen warm raus hier. Ja. Wenn hier Leute sitzen, dann fahre ich nach auf den Café, sonst nicht. Boah, der hat übel weggenommen, die Traktionskontrolle, Alter. Er gönnt sich. Sie gönnt sich auch. Ist ja auch ein geiles Bike, ne? Also da würde ich auch Auge machen, wenn ich das auf der Straße sehe. Na, ich fahre jetzt eine Runde nach Wels.
Auch wenn es mein Tageskilometerlimit überspringt, aber ist auch egal. Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mit der Super Duke. Haut rein. Peace. We were lovers for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign. Yeah. We were sipping on emotions. Smoking and inhaling every moment.